Hallo, liebe Studierende. Ich darf mich heute wieder mal melden mit unserer Q&A-Session zum Thema Urheberrecht. Und nachdem keine Fragen von euch gekommen sind, habe ich mir wieder erlaubt, selbst ein Thema zu wählen. Und das Thema, das ich heute gewählt habe, ist eines, das mir in der Praxis immer wieder unterkommt. Da geht es um die Frage der Lizenzierung von Musik. Vor allem eben im Bereich von Filmen, Werbung und auch Computerspielen. Was liegt da überhaupt dahinter? Was muss man machen, wenn man also hier rechtlich beraten will oder auch in der Praxis alles richtig machen will? Es geht hier um die Zusammenführung einer bestehenden Aufnahme oder eines Musikwerkes und in die Aufnahme dieser Aufnahme und des Musikwerkes in ein anderes Werk, eben einen Film. Und das ist eine Zusammenfügung. Also man fügt hier zwei verschiedene Werke zusammen und das heißt dann eben, oder das betrifft dann das Synchronisationsrecht. Ganz kurz vielleicht noch ein paar Überlegungen zum Urheberrecht, weil das manchmal ein bisschen schwer verständlich ist, weil man glaubt ja immer, wir reden von Kunst und haben hier ganz, ganz hohe Prinzipien im Urheberrecht. Dem ist nicht immer so. Ja. Und ich habe euch heute hier eine Zusammenfassung mitgebracht. Das Urheberrecht deckt nämlich sehr viele verschiedene Bereiche ab, wo gewisse Leistungen geschützt werden. Und das hat eben nicht immer was mit Kunst zu tun, interessanterweise. Die Kunst im Urheberrechtsgesetz ist vor allem betroffen eben im Bereich der Urheberrecht der Schöpfer. Das kennt ihr, das ist Paragraph 1 fortfolgende Urheberrechtsgesetz. Und im Bereich der Leistungsschutzrechte der Interpreten. Das sind also die ausübenden Künstler, die auf der Bühne stehen und die ein Werk eben eines Schöpfers vortragen. Jetzt gibt es aber noch ganz andere Leistungsschutzrechte und Urheberrechte, die gar nicht unbedingt was mit Kunst oder ein bisschen entfernter was mit der Kunst zu tun haben. Sie haben nämlich die Ermöglichung von Kunst zu tun durch Geld. Und wir haben also im Bereich des Urheberrechts hier eine Leistung, die den Finanzier letztendlich schützt. Das ist im Bereich des Urheberrechts der Filmhersteller, der eben alles zusammenträgt und sich letztendlich auf teuerstmögliche Art, also wird hier ermöglicht, Kunst zu machen, nämlich großes Kino. Und wo auch eigentlich der Finanzier im Vordergrund steht im Urheberrecht, ist es im Bereich des Computerprogramms und der Datenbanken, wo eigentlich weniger eben die Kunst im Vordergrund steht, sondern der Schutz der Investition. Und das ist eben gleichgestellt dann letztendlich mit dem Filmhersteller oder ähnlich eigentlich zu sehen. Wobei natürlich der Schöpfer des Computerprogramms und als Dienstnehmer und auch der Datenbank seine Rechte an den Dienstgeber abgibt. Das ist hier die Besonderheit. Im Bereich der Leistungsschutzrechte von Finanziers, da gibt es wesentlich mehr im Urheberrechtsgesetz. Ich zähle das jetzt nur mal der Reihe nach auf. Wo steht immer die finanzielle Leistung eigentlich im Vordergrund und warum wird hier, also da wird der Finanzier geschützt, der künstlerische Tätigkeiten ermöglicht. Das ist der Veranstalter. Nur der Veranstalter darf entscheiden, ob eine Veranstaltung aufgenommen wird. Ihr kennt das vielleicht noch, das Bootlegging. Das war genau ein Verstoß gegen derartige, also gegen dieses Recht, weil eben heimlich aufgenommen wurde. Es gibt dann den Hersteller auch im Bereich der Licht- und Laufbildherstellung. Da ist auch der Hersteller geschützt, nicht eben der Schöpfer, sondern dann nur, wenn es ein Leistungsschutz Recht betrifft, dann der Licht- und Laufbildhersteller. Dann haben wir eben ein sehr wichtiges Recht, zu dem werde ich nämlich sprechen und deswegen ist das auch die Einleitung. Das sind die Rechte des Schallträgerherstellers. Das ist nach Paragraph 76 Urhebergesetz. Da hat der die Rechte, der letztendlich eine Aufnahme organisiert und auch finanziert. Dann gibt es auch den Rundfunkunternehmer, der ist auch das sind also sind auch die Leistungen des Rundfunkunternehmers geschützt und den Datenbankhersteller und jetzt eben neu der Hersteller von Presseveröffentlichungen.
Das sind alles Leistungsschutzrechte von letztendlich von, also wo letztendlich die Investition geschützt wird und nicht unbedingt Kunst. Das wollte ich euch nur mal aufzeigen, einleitend, weil das, glaube ich, ein ganz interessanter Gedanke ist und sehr wichtig ist, meines Erachtens, um das Urheberrechtsgesetz richtig zu verstehen. Da geht es eben nicht immer nur um Kunst und Kultur, sondern da geht es um auch finanzielle Interessen. Zuletzt eben jetzt mit dem jetzt ja gekommenen Recht der Hersteller von Presseveröffentlichungen. Gehen wir weiter. Ich habe sehr oft die Anfragen, ja, ich würde gerne Musik verwenden in meinem Film, wie macht man das richtig? Richtig ist es vor allem dann, wenn man mal weiß, was sich überhaupt auf einer Tonaufnahme für Rechte tummeln. Wenn ihr euch eine Tonaufnahme anhört, dann habt ihr immer zwei, eigentlich hauptsächlich einmal mit drei Rechten zu tun. Was ihr hört bei einer Tonaufnahme, ist immer natürlich das Werk eines Komponisten oder eines Texters. Das ist einmal sozusagen das, was das Urheberrechtsgesetz vorrangig schützt. Da kommen wir her. Dann gibt es das Recht des Interpreten, der auch auf der Aufnahme zu hören ist, der besonders schön die Gitarre spielt, besonders schön singt. Da steht die körperliche Leistung im Vordergrund. Und dann noch die Produzentenrechte. Das sind die Produzentenrechte, die dem gehören, der letztendlich eine Aufnahme ermöglicht und auch finanziert. Heutzutage, warum das oft nicht so unterschieden wird, ist, weil die Produktionsbedingungen heutzutage oft so sind, dass die Band selbst sich die Aufnahme finanziert, damit Tonträgerhersteller ist, die Band selbst komponiert und auch singt und interpretiert dann, und damit eigentlich die Rechte wieder zusammenfallen. Aber es ist sehr wichtig zu wissen, dass diese auf einer Aufnahme man mit verschiedenen Rechten zu tun hat. Und wo bekomme ich jetzt die Rechte, wenn ich eine Aufnahme lizenzieren will? Grundsätzlich hat man jetzt im Bereich von professioneller Musik natürlich meistens mit einem Verlag zu tun. Das heißt, wenn ein Komponist seine Rechte an einen Verlag weitergeleitet hat, dann muss man sogenannte Sync-Anfragen an den Verlag stellen. Da werden dann eben die Kompositionsrechte lizenziert und eingekauft, sozusagen. Die andere Seite, und das darf man eben nie vergessen, das reicht nicht nur den Komponisten zu fragen, wenn man eine bestehende Aufnahme verwenden will, dann ist auch die Aufnahme urheberrechtlich, also leistungsschutzrechtlich geschützt. Und dann muss man auch beim Schallplattenlabel zusätzlich noch anfragen, darf ich deine Aufnahme nutzen? Also Verlag, darf ich dein Werk nutzen? Schallplattenlabel, darf ich die Aufnahme nutzen? Auf der Aufnahme vom Schallplattenlabel sind dann eben die Produzentenrechte und die Interpretenrechte zumeist vereint. In der Praxis schließt man also bei einer Lizenzierung eines Musikwerkes für eine Fernseh-, Kino-, Werbung-, Werbeproduktion zwei Verträge ab. Der erste Vertrag ist der Lizenzvertrag eben für das Werk. Der zweite Vertrag ist der Lizenzvertrag für die Aufnahme. Wirtschaftlich werden die beiden zumeist gleich behandelt, also 50% dessen, was der Filmhersteller bereit ist, für die Nutzung der Aufnahme zu bezahlen, geht an den Verlag, 50% zumeist an das Schallplattenlabel. Vertragsmuster kann ich euch empfehlen, gibt es unter musicaustria.at, da gibt es Musterverträge, die habe ich erstellt, die kann man dafür verwenden. Wichtig ist auch hier in den Verträgen einen sogenannten Verwertungsgesellschaftenvorbehalt einzubauen, denn man kann nie alle Rechte übertragen, sondern die Rechte, die bei Verwertungsgesellschaften liegen, wie eben der AKM oder Austromechaner oder der LSG in Österreich, die werden bei Synchrechten üblicherweise vorbehalten.
also bei Synchverträgen oder auch bei Filmmusikverträgen. Einfach aus dem Grund, da der Komponist, wenn er professionell ein Komponist ist, über diese Rechte selbst ja gar nicht verfügt, weil er die Rechte zwischengeparkt hat bei der AKM und letztendlich damit auch vor sich selbst geschützt wird, dass er die Rechte eigentlich gar nicht abgeben kann. Wenn ihr Fragen habt dazu, wenn nicht alles ganz klar war, dann bitte meldet euch, stellt mir eure Fragen. Ich hoffe, ich kann sie dann das nächste Mal bei der Q&A-Session beantworten. Vielen Dank.